Hallo Leute, willkommen. Heute sprechen wir über den 12. Tag der Rauhnächte. Er steht für den Dezember. Ja, also deshalb ist es auch sehr wichtig, dieser Tag. Der 12. Tag der Rauhnächte ist der Tag der Wunscherfüllung und ist der Tag, an dem wir uns auf unsere Wünsche wirklich konzentrieren sollten und uns sie auch aufschreiben. Manifestiert sie, eure Wünsche. Es ist auch ein Tag, an dem wir uns von allem Möglichen trennen sollten, was uns daran hindert, unsere Ziele zu erreichen. Um diesen Tag wirklich zu feiern, empfehle ich, dass ihr eine Liste mit euren Wünschen tatsächlich aufschreibt und sie an diesem Tag verbrennt. Die symbolisiert das Loslassen von allem Negativen und das Manifestieren von positiven Veränderungen in eurem Leben. Außerdem könnt ihr an diesem Tag dazu eine Kerze anzünden und euch auf eure Wünsche konzentrieren. Visualisiert euch selbst bereits mit euren Wünschen, dass sie erfüllt sind und spürt das Glück und die Dankbarkeit, die ihr dann empfinden werdet, wenn sie sich tatsächlich erfüllen. Es ist auch eine gute Idee, an diesem Tag eine Reinigung durchzuführen. Putzt euer Haus, eure Wohnung, alles um euch herum gründlich und befreit euch von diesen unerwünschten Gegenständen. Die schafft Platz für neue Energien und positive Veränderungen, weil der 12. Tag für den Dezember steht, für Neuanfang. Also zusammenfassend ist der Tag 12 der Rauhnächte ein ganz wichtiger Tag, um sich auf unsere Wünsche zu konzentrieren, uns von allem Negativen zu befreien. Feiert diesen Tag, indem ihr eine Liste mit euren Wünschen aufschreibt und sie verbrennt, eine Kerze anzündet dazu und diese Wünsche hier konzentriert in die Kerze hineingibt und eine Reinigung durchführt. Das ist ganz wichtig. Ich hoffe, dass ihr mit meinem Video inspiriert seid und wünsche euch ganz viel Glück bei der Manifestation eurer Wünsche. Wie das geht, kann ich gerne mal im anderen Video erklären. Okay, tschüss, alles Liebe.